Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Dishonored Tod des Outsiders. Und zwar holen wir uns heute die Trophäe, das Achievement Goldenes Haar. Dazu müssen wir in das Haus von Shen Yun. Da müsst ihr sowieso für die Mission hin. Also da geht ihr sowieso hin. Ihr seht, als Eingang habe ich gewählt, wo ich gerade herkam. Ich kam aus dem Spectre Club. Ihr könnt ja auf zwei verschiedene Arten das Haus betreten. Das eine ist, wenn ihr also in Mission 2 relativ am Anfang auf der rechten Seite in das eine Haus hineingeht, dann gibt es dort einmal den Klopfcode, wie ihr ins Haus kommt, oder ihr geht halt durch den Spectre Club, wo ihr vorher erst ein Tattoo braucht, damit ihr da reinkommt und könnt dann in der oberen Etage direkt hier rüber gehen ins Haus. Es ist 17 Uhr. Den Weg habe ich euch eben gerade gezeigt, dann müssen wir in diesen Raum hier mit diesen Pfeilen. Dort bewegen wir uns einfach hinfort mit unserem Far Reach. Ich habe weitreichend, wie auch immer das hier gerade nochmal heißt in dieser Version, hier war es anders. Platztausch, genau, Platztausch heißt es hier. Geht auf die Vitrine und dann benutzt ihr Lehnen. Versucht mit Lehnen erstmal die Truppe aufzubekommen. Das erste Mal X und dann müsst ihr da diese Karte schnappen. Das ist hier so ein bisschen tricky an der Stelle hier, das wirklich hinzubekommen, dass ihr da die Karte bekommt. Es ist nicht leicht, ich weiß aber ehrlich gesagt keinen anderen Weg. Wie gesagt, Lehnen nutzen hier so vorne auf die Kante drauf. Ihr seht ja, da benutze ich Lehnen. Und dann mache ich es wirklich so, dass ich diesen einen Daumen an dem Thumbstick dran lasse, wo ich mich mit weggelehnt habe und dann benutze ich den anderen Thumbstick gleichzeitig, um halt ja hier zu probieren, irgendwie an diese blöde Audiobiografie zu kommen und ihr seht jetzt hier gleich, da funktioniert das, also so ein bisschen leicht hinter der Mitte, da nach vorne gelehnt, da bekommt ihr dann die Audiobiografie, ohne halt den Alarm am Boden auszuschalten und damit halt auch den Erfolg Goldenes Haar. Mehr ist hier nicht zu tun. Wie gesagt, der Weg rein ins Haus sollte das kleinste Problem sein. Der Weg auf die Vitrinen mit Platz tauschen sollte ganz genauso leicht sein. Nur dann hier dieses, ja, über die Kante lehnen. Ist ein bisschen tricky. Ich hoffe, es hat gefallen und geholfen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video. Euer Goodie.